zurück und schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Wir machen heute mit Plüschart. Diesmal, da ich mit den PNG-Tubes ein bisschen experimentiere, siehst du leider nicht die Linie von Plüschart, aber es ist bei mir aktiv. Ich habe die hier direkt vor der Nase. Hier ist direkt Map Completion und dann geht es hier so nach da zum Herz hin und dann da entlang. Auf jeden Fall hoffe ich, du freust dich auf diese Map Completion. Wir sind im Elon-Flusslande. Das ist die Karte. Ja. Wer schlecht vorbereitet ist, überlebt hier nicht lange. Ja gut, das wissen wir. Wir kriegen hier den Schweberochen. Für diejenigen, die das noch nicht wissen, kleiner Reminder. Auf jeden Fall freue ich mich jetzt, dass wir loslegen. Wir haben hier auch schon das erste Herzchen, was wir machen müssen. Und ich meine, das hat was hier mit diesen Statuen zu tun. Ich sehe hier gerade, vergessene Reliquiar wird mir hier angezeigt. Okay, da ist ein Djinn. Ihr seid diese Blüten nicht wert, zweiartiges Wesen. Wow, mein Gott. Kalte Kraft. Wo rennt der denn hin? Hallo, ich bin hier hinten. Ich weiß ja nicht, wo du hin willst. Aber... sammeln. Das war ein Knaller. Okay, ich habe irgendwas gesammelt. Ein Glyphe der Vergessenen. Hier hinten ist auch irgendwie was. Dürfen wir die eigentlich auch kaputt machen? Zählt das da dazu? Oh, okay. Sammeln. Ja, das zählt dazu. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir die einfach so Stück für Stück kaputt. Hat der auch was gegeben? Nö. Die zählen zwar zum Herz, aber die geben nichts. Okay. Dann machen wir mal hier diese Säule an. Da ist der nächste Djinn. Sammeln. Okay. Schnell weg, bevor hier hinten die Leute kommen. Hier liegt auch wieder vergessenes Reliquiar. Da sehe ich auch schon, da glitzert was. Okay, das habe ich gesammelt. Da hinten ist noch ein Reliquiar. Gesammelt. Okay, da ist ein Staubmöbel. Ich würde sagen, wir geben das mal ab. Dass wir wissen, wie viel Fortschritt wir dafür bekommen. Hey, Dude. Wow. Ihr da. Ihr wirkt nicht sonderlich beschäftigt. Wow. Ich benötige eure Unterstützung. Okay. Wow. Was ist das hier? Das zählt auch dazu. Hallo, wer bist denn du? Du bist diesmal lieb, ausnahmsweise. Wisst ihr, mein spezieller Gebiet, Geschichte ist meine Leidenschaft. Hattet ihr gern eine Lektion über vergangene Ereignisse oder wollt ihr eine Frage über Personen und Ereignisse aus längst vergangener Zeit beantworten, um eine Glyphe der Vergessen zu erhalten? Uhu. Erzählt mir etwas über die Vergangenheit, stellt mir eine Frage. Vergangenheit erzählen. Die Götter von Tyria, die man auch unter der Bezeichnung die Sechs kennt, waren gütige Schutzgötter, die von Völkern Tyrias die Magie schenkten. Draenor, Balthasar, Melantru, Lysa, Genth und Kumir. Balthasar hat seinen Götterstatus in jüngster Zeit verloren, doch er ist nicht der einzige. Abaddon, der Gott der Geheimnisse, wurde in Schlund der Qual eingesperrt. Doch letztlich wurde er bezwungen und Sperrmarschall Kumir nahm seinen Platz ein. Ah, okay. Hier ist meine Frage. Welcher der folgenden Namen hatte nichts mit den Helden zu tun, die den Abbruch der Nacht und den Aufstieg der gefallenen Gottes Abaddon zu vernichten half? Melantru, Kosan, Takarura oder Dunkura? Die einzigste Göttin ist Melantru. Interessante Antwort. Falsch. Shit. Allerdings falsch. Okay. Schade. Also Melantru war falsch, aber wir haben hier ein Hai. Sammeln.
Schnell abgeben. Schnell, 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 schnell. Nimm die Füße in die Hand und lauf. Ihr wirkt nicht sonderlich. Bitte schön. Yes, ich benötige eure Unterstützung. Okay, wir gucken mal gerade, ob der irgendwas Spezielles. Nee, hat an sich nichts Spezielles. Okay. Dann haben wir hier einen Heldenpunkt. Ich weiß allerdings nicht. Aufgeladen. Doch, wir kommen hier hin. Oh, das ist ja cool. Ich liebe Plischert. Man kriegt jeden kleinen Weg angezeigt. Und hier ist ein Heldenpunkt. Okay. Halten wir mal einen Zwiespalt. Ja, haben wir geschafft. Okay, schnell raus hier. Die Wegmarke haben wir. Heißt, wir dürfen hier schon direkt weiter. Lauter Chojas. Ah, hier, wir haben unser erstes Herzchen schon. Ich sehe hier links irgendwas abgebildet. Hier unten, hier das da. Gebrandmarkte Kriegsscherbe. Okay, die hat mich voll weggekickt. Darf ich die jetzt ein... Ah, die darf man abbauen. Okay, okay, okay. Aufgeladen. Bei allen Winden. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht zu uns. Nee. Aber die kommt zu uns. Das war mir klar. Schnell. Schnell, 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 schnell. Okay. Hier haben wir einen Heldenpunkt. Und das Herzchen zählt schön noch hinzu. Dürfen wir die einfach kaputt machen und uns das leichter machen? Ja, die zählen dazu. Nice. Die machen wir auch kaputt fürs Herzchen. Volltreffer. Hallo, mein Freund. Machst du mit mir gleich den Heldenpunkt? Hast du Lust da drauf? Oh, da ist sogar einer, den Heldenpunkt da machen. Nice. Schnell, 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 schnell. Schnell, 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 schnell. Oh, da ist eine Hydra. Oh mein Gott, ich hoffe, die kommt jetzt nicht hierher. Wenn wir Pech haben, was ich leider oft habe in Guild Wars, wird die gleich zu uns kommen. Ah, den Heldenpunkt hatte ich schon. Okay, das ist aber nicht schlimm. Aber das zählt alles schön zu unserem Herzchen hinzu. Aufgeladen. Zack. Gehen wir mal hier raus und machen die alle schön kaputt. Kabumm! Jetzt aber los. Danke. Da haben wir noch so ein Teil. Aufgeladen. Und hier haben wir diese gebrannt Gedönse. Okay. Also das Herz ist wirklich einfach. Es ist wirklich nicht sehr schwer. Hallo, wo rennst du nur hin, wenn ich fragen darf? Und dann können wir hier Stück für Stück alles holen. Hier haben wir ein Sandportal. Feuer, sei mir zu Diensten. Oh mein Gott, okay. Das haben wir auch. Nice. Hier haben wir noch was. Also von diesen Teilen hat man ganz viel. Ich hoffe, wenn wir die abgeben, dass wir dementsprechend natürlich dann auch gut Fortschritt bekommen. Wir sind auch auf dem Weg Richtung Herzchen. So. Einmal abbauen. Ich würde sagen, wir holen uns die vier noch und dann geben wir die Map, um zu gucken, wie unser Fortschritt so aussieht.
Oh, da ist die Hydra. Hier, die kommt zu mir. Die brauche ich jetzt nicht unbedingt. Mich bringt nicht zu weit. Okay. Überflutet. Da sind noch so zwei Teile. Mhm. Dann machen wir die doch auch noch mit kaputt. Die Luft ist mein Element. Aufgeladen. Let's fly. So, gut. Das war ein Knaller. Kommst du auf einmal her? Ich habe hier gar nicht gesehen. Zustand wird besser. Bei allen Wind. Ich brauche noch einen Augenblick. Aufgeladen. Da ist noch so ein Ding. Mich bringt nichts zu weit. Aufgeladen. Dann bauen wir das mal ab. Unterwegs irgendwelche Kisten. Yeah, Herzchen abgeschlossen. Nice. Ich sammle Splitter des Blasts von den Gebranntmachten. Ja, die haben wir dir gerade gegeben. Okay, lasst mich mal auf der Karte gerade gucken. Sehenswürdigkeit. Und ich glaube, dann kommen wir hier zu einem Portal. Deshalb würde ich sagen, wir gehen direkt mal auf unseren Schakali. Und huschen hier dann so unsichtbar mal ein bisschen durch. Das ist cool. Guck mal, wo wir jetzt rausgekommen sind. Ja, und genau direkt hier sind die Fusions. Da fühlst du dich verarscht. Na, fühlst du... Ja, und ein Djinn auch noch. Dann auch noch ein Djinn. Da fühlst du dich echt verarscht. Ich muss raus aus den Feldern. Ja, und jetzt haut er ab da runter zu den anderen. Wir müssen aber auch genau ausgerechnet da lang. Okay, rein da. Unsichtbar. Und wieder raus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da kommst du durch so ein Sandportal und wirst erstmal voll gefressen. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich die Path of Fire Karten genauso wie die HOT-Karten so, so schön finde. So, was müssen wir machen? Beschützt Feldarbeiter, verteilt Vorräte. An wen müssen wir die denn verteilen? Hier liegt jemand tot rum. Hab Dank für die Vorräte. Ah, da müssen wir die Vorräte reinpacken. Dann holen wir doch mal ein paar Vorräte. Das beleben so ein paar Leute. Vielen Dank. Was ist mit dir? Ist es da, wo ihr herkommt, leichter an etwas zu essen zu kommen? Ich habe Märkte gesehen, die vor Nahrungsmitteln aus ganz Tyria überquellen. Etwas zu essen muss man trotz allem jagen, sammeln oder kaufen, wenn es dann... Das ist, was ihr meint. Der ist da? Ich lasse mich nicht länger an diesen Ort fesseln. Es ist Zeit, dass ich gehe. Dann mach das. So, hier haben wir noch jemanden, der rumliegt. Da sind Vorräte und hier ist wieder ein Vorratswagen. Die Ernte, das ist so großzügig. Gerne, gerne. Ich träume davon zu viel, aber das bisschen, was ich habe, ist an diesen Ort gebunden. Ihr werdet erstaunt sein über die Perspektive, die ein wenig Abstand euch bietet. Ist die Gelegenheit es nicht wert, dass ihr euch ins Unbekannte wagt? Okay, das hat nicht gesessen, aber was das obere. Überlegt. Ich weigere mich, mein Leben nach den Launen König Jokos zu richten. Aufgeladen. Können wir die auch kaputt machen hier? Die Wut ist mein. Ah nee, das ist ein anderes Herzchen. Okay, aber das ist gut zu wissen, dass wir hier diese Dinger kaputt machen dürfen. Aber wir bleiben jetzt erstmal hier. Da können wir noch jemanden anquatschen. Aufgeladen. Fremdling, was... Sagt, was für Abenteuer erwarten einen da draußen. Ihr werdet es nicht erfahren, wenn es sei denn, ihr geht fort von hier und bewegt euch auf Erkundungsreise. Das draußen werdet ihr Herausforderungen finden, die euch Vorstellungskraft überschreiten. Ich habe es mir überlegt. Ja. Ich weigere mich, mein Leben nach den Launen König Jokos zu richten.
Ihr stammt nicht von hier. Wie ist es euch gelungen, die Gefahr im Norden zu überleben? Es lohnt sich auf jeden Fall, sich vor der zu erfahren. Es ist bestimmt, dass es eine Menge das vielleicht Versprechen das von einem hier? Besseren Leben genügt mir. Es wird Zeit für mich zu gehen. Ich träume davon, zu fliehen, aber das bisschen, was ich habe, ich werde es erst dann über die Repetition. Ich habe es mir überlegt. Ich weigere mich, mein Leben nach den Launen König Jokos zu richten. Da haben wir auch nochmal was zum Quatschen. Ah! Jo. Kommt ihr denn auf einmal alle her? Okay, die haben wir auch. Ich habe es mir überlegt. Ich weigere mich, mein Leben nach dem Launen König Jokos zu richten. So, dann beleben wir jemanden noch. Vielleicht haben wir das auch Herzchen dann schon geschafft. Nein, noch nicht. Okay. Ständig den toten Mann markieren können. Nun zeigen wir es ihnen. Ich sage, wir greifen sie an. Jetzt. Und ich sage, wenn wir sie heute angreifen, Vorräte. Sind wir morgen alle wie sie. Wo ist der Schatten. Wagen? Vorratswagen. Aufgeladen. Das jetzt ist so aber. Großzügig. Okay. Vielen Dank. So, dann geht's jetzt hier entlang weiter zum nächsten Herzchen, was wir eben ja schon angefangen haben. Hier ist eine Steinmarkierung. Vor dieser Stimme scheint einige Steine genommen worden zu sein. Sandalspuren führen zu den Dünen. Was ist das hier? Ach, das zählt dazu. Das ist ja cool. Okay. Sandalnest. Was darf ich jetzt hier machen? Bin gleich wieder in Ordnung. Gleich. Okay, wir haben eine Steinmarkierung repariert. Wir haben hier aber auch ein Vorratslager. Und einen Haufen Sand. Oh, da sind so Dingsies. Vorräte. Ah, guckt mal, das ist cool. Also ich muss schon sagen, die Herzchen hier, die sind schon sehr abwechslungsreich gemacht. Stopp. Hier vorne. Ah, da. Steinmarkierung. Zack. Steinmarkierung. Splittermine. Okay. Da ist das Nest. Und unten war die Markierung. Da. Okay. Machen wir dich mal wieder mit kaputt. Ihr zählt nämlich alles schön zum Herz. Na komm. Flammen! Auf! Ja, die zählen zu. Ja, cool. Dann können wir hier parallel zu unserem Weg laufen. Die Wegmarke haben wir eh schon. Aber hier haben wir noch einen Sandhügel. Wobei, ich glaube, mit dem haben wir es schon fertig. Wasser. Ja, haben es. Okay. Sehr cool. Nächstes Herzchen. 4 von 6 Stück. So, ab geht die Post. So. Dürfen hier links lang. Da haben wir eine Sehenswürdigkeit. Oh mein Gott, Uff. Okay. Hier wäre ein Panorama. Aufgeladen. Aufgeladen. Oh nein, toll. Ich habe keine Angst, das ist typisch ich. Das ist typisch ich. Aber ja, hier Panorama-Rundfahrt. Oh, das sieht so cool aus. Das sieht so, so cool aus. Wow. Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist einfach so eine Ruine da stehen. Sieht aus wie so ein Palast oder so. Und da ist die Statue von König Pallava Joko. So, wo müssen wir jetzt lang? Jetzt wollen sie weiter hoch. Okay, da können wir doch eigentlich mit dem Greif lang. Aufgeladen. Hui, ich liebe den Greif. Ich kann ihn längst nicht so perfekt fliegen,
wie andere. Aber hey, kleine Schritte bringen auch einen Fortschritt. Oh ja, guckt mal das. Beherrschungspunkt, glaube ich, oder war das ein Heldenpunkt? Ich weiß es gerade nicht. Aber das sieht so cool aus. Da liegt einfach so eine Steinrüstung irgendwie. Okay, ein Heldenpunkt haben wir hier unten. Die Düngerbombe fertig machen können? Nee. Ich habe sie so gemacht, wie ihr es mir gezeigt habt. Da haben wir eine Harpie. Ich hoffe, sie ist gut geworden. Vor bei der Erde, Wut ist mein. Es schaffen, hier rauszukommen. Ihr habt das großartig gemacht. Bleibt beisammen und wir sorgen dafür, dass alle rauskommen. Okay. Schnell, schnell, schnell. Los, los, los. Hoffentlich wird Uli Schaar uns am Treffpunkt finden. Er muss einfach dort sein. Wir brauchen seine Hilfe, um Emara zurückzuholen. Uli Schaar sollte ein Stück weiter vorne auf uns warten. Aufgeladen. Düsen wir mit unserem süßen Schwebrochen hier entlang. Hier haben wir schon Kartenende. Hier ist die Wand, sieht man hier schön auf der Karte, wo es dann nicht mehr weitergeht. Oh, das ist so schön gemacht. So, da vorne haben wir noch eine Sehenswürdigkeit. Und jetzt müssen wir hier entlang. Okay. Oder Splittermin. Ich sehe eine Sehenswürdigkeit. Guck doch mal, wie cool das ist. Da steht einfach die Statue von dem Typ. Ist das nicht Wahnsinn? Guckt euch das mal an. Moment, ich zeig's euch. Ui. Verrückte Schaden. Spürt Trophäen der ewigen Fehde zwischen dem verrückten Königtoren und Pallava Joko während Halloween auf, wenn die Zeit der verrückten Reichs kommt. Das ist ja cool. Es gibt 4 Punkte. Das ist cool. Das mache ich mir mal hier per Screenshot. Vielleicht können wir die Sammlung dann noch angehen. So, wir haben aber jetzt hier ein... Rips. Hier ein Panorämchen. Das sieht so cool aus. Das ist einfach diese Statue mit Schädel. Das sieht so crazy aus. Auch da. In der Wand. So cool. Okay. Wo geht's lang? Ich würde sagen, wir bleiben auf dem Schwebrochen so lang. Wir haben noch eine Sehenswürdigkeit hier am Eck. Und danke für euer schnelles Kommen. Was ist passiert? Der Aufseher hat den Mara mitgenommen. Ah, das ist ja cool. Da muss man gar nicht da rein. Und die anderen Gefangenen auch. Nein, nicht Emara. Was? Welche Gefangenen? Ist zu weit gegangen. Sagt mir, wie ich helfen kann. Wie lautet der Plan? Uli Schaar. Okay. Wenn ihr und die anderen mich nahe genug heranbringt. Die haben wir, weil wir schon durchs Portal sind. Wie? Haben wir eigentlich irgendwo ein Herzchen wieder in der Nähe? Wir haben noch 2 Herzen, glaube ich. In der Zwischenzeit die allgemein hier sind. Schließlich ist er mein ehemaliger Lehrer. Lauter Splitterminen. Hallo Erweckte. Tschüss Erweckte. Guckt mal, jetzt kommen wir hier entlang. Ich bin mal gespannt, ob wir den einen Heldenpunkt hier hinkriegen, der beim Schwebrochenhof links davon ist. Der ist knackig. Oh no, Gott, oh Gott. Kommen wir da hoch? Ja, okay, schnell weg. Schnell weg. Weg, 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 weg. Okay, wir machen uns mal unsichtbar. Aufgeladen. Und schnell. Schnell, 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 schnell. Ja, klar. Dieser blöde Wurm da. Bei dem Ganzen. Ich will in Ruhe Kader erkunden. Und werde hier die ganze Zeit von den Viechchen bombardiert. Ich will doch nur den Heldenpunkt. Bitte. Lasst mich einfach den Heldenpunkt holen. Dankeschön. So, den Punkt haben wir auch. Und jetzt geht's nach oben. Okay, die wollen hier rechts hoch. Da wir die Himmelsschuppe haben, gehen wir aber einfach direkt. Was ist das für eine Kugel da?
Das da. Ach, das gibt ja sogar einen Beherrschungspunkt. Also wer Beherrschungspunkte machen muss noch, kann hier magischer Jäger. Da muss man diese Kugeln einsammeln. Das ist ja cool. Gibt es leider keine Erfolgspunkte, aber hey, immerhin gibt es einen Beherrschungspunkt, wenn ich es jetzt richtig gesehen habe. Aber eigentlich sollte er geben. Habt ihr den Switch gerade zwischen Tag und Nacht gesehen? Wahnsinn, oder? So, ab geht's. Nach dort hinten. Ich weiß, dass wir hier zwischendurch mal Kopfgelder haben. Die sind hier. Wir haben aber auch ein Event, was man starten kann. Links. Okay. So, jetzt drehen wir uns da hinten einmal im Kreis. Ah, da ist unsere Todesstelle. Die haben wir schon. Okay, heißt, wir können jetzt hier in Ruhe hingehen. Und man sollte hin und wieder auch mal da oben diese Sandportale nutzen mit dem Schakal, sobald man ihn hat, weil da kommt man dann auch nochmal zu sehr interessanten Orten. Den Punkt haben wir auch. Haben wir das Panorama? Ne, das Panorama haben wir nicht, aber Hauptsache wir haben die Sehenswürdigkeit. Das ist das Wichtigste. Und wir ballern da mal mit der Himmelsschuppe drauf. Cool, sogar ein Event schon geschafft. So, hier haben wir unser Panorämchen. Okay, auch das haben wir geschafft. Aufgeladen. Juhu. Ist das der Heldenpunkt? Ja. Oh nein. Nein, und er wurde gerade gemacht. Nein, das darf nicht wahr sein. Ich habe immer so ein Pech. Ich habe so ein Pech. Oder? Oh ja, cool, macht er die jetzt nochmal. Das ist doch der eine, den wir gerade schon gesehen haben, ne? Ich habe mich seit der Schlacht von Yahai nicht so lebendig aufgeladen. Blitzfrei! Juhu, danke. Danke, dass du gewartet hast. Okay, 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 okay. Wir haben ein Herzchen. Ich sehe ein Herzchen. Okay. Helft dem Hof, indem ihr verirrt Schweberochen in ihre Pferche zurückbringt. Überfallt der geschmiedeten Einhalt gebietet, Beobachtungsposten für Rationen beliefert und verletzte Dorfbewohner in einem Schweberochen-Fassroll halt. Vergessene Trümmer. Sind die für unser Herz? Nee, unser Herz ist weg. Hm. Wo ist denn unser Herz? Das ist doch das hier, ne? Ah, okay, da kommen wir jetzt hin. Okay. Dann weiter geht's. Wir haben hier noch eine Sehenswürdigkeit. Kann man mit dem Rochen, soweit man den gelevelt hat. Ich bin mir unsicher, ob das auch so geht. Ach du lieber Mann, okay, das war vielleicht, glaube ich, nicht so die gutste Idee, mich hier rein zu stürmen. Oh Gott, 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 okay. Wow, ja, schick mich in den Treibsand. Aber ist vielleicht gut, ich habe die Wegmarke davon. Ah, man muss einfach durch. Okay, das ist ja einfach. Wo sind die Peoples? Ah, da oben. Die ein Dings haben wollen.
Ich war ausgehungert. Ja, bitteschön. Wie komme ich hier mit meinem Schweberochen nach oben? Ah, so komme ich hoch, okay. Guck mal. Gerade noch rechtzeitig. Noch ich rechtzeitig? Bin so hungrig, ich okay. Ich glaube, Joya schmeckt auch nicht so gut. Noch rechtzeitig. Ich bin irgendwo so hungrig, waren doch aber auch Schweberochen, die man zurückholen durfte. Gehen Komm mit wir. Mir. Genau, los. Geht der jetzt von alleine weiter? Gehen wir. Okay, nee, ich muss ihn weiter entlang führen. Okay. Gehen wir. Und wohin? Einfach hier in die Mitte? Gehen wir. Ja, okay. Einfach in die Mitte bringen. Okay. Verirrter Schweberuchen. Hep. Hep? Hep. Abmarsch. Abmarsch, okay. Hep und Abmarsch. Hüa. Hüa. Jetzt wird's kurios. Jetzt wird's wirklich kurios. Ah, den einen haben wir nicht mitgekriegt. Wart da bitte auf mich. Nein, bleib doch hier. Bleib hier. Los. Und du auch. Bleib hier. Hep. Aha. Hep. Hep. Immer schön langsam. Okay, das ist ja okay. Haben wir jetzt einen wieder Abmarsch. Verloren? Hier hinter mir her. Los, los. Immer schön langsam. Stopp, 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 stopp. Komm zurück. Ich war ausgehungert. Immer schön langsam. Los, hier lang. Hep. Hep. Mhm. Hep. Abmarsch. Das heißt jetzt Hep. Und Abmarsch. Und wir haben unser Herz fertig. Hep und Abmarsch. Okay. Wir dürfen hier entlang. Oh Gott. Okay, das war scheiße von mir. Das war sehr dumm von mir, aber okay. Ich will ein bisschen mit dem Rollkäfer durch die Gegend flitzen. Und das sollte auch eigentlich gut machbar sein, solange wir nicht in Treibsand kommen. Hello, Dude, wer bist denn du? Nein, 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 geh nicht zurück. Nee, ich will nichts von dir. Ich will eigentlich nur den Punkt haben. Und dann hier hoch. Oh, der Himmel ist so schön. So schön, okay. So, okay, ich glaube, wir wechseln jetzt einmal schnell. Okay, den haben wir. Ab geht's zum Panorama. Aufgeladen. So. Das ist auch so cool. Da sind überall so angefangene Statuen gebaut. Da liegt der Kopf, die Hand. Wobei, das ist nicht König Joko. Das ist nicht unser König. Also, nicht unser König, sondern ihr wisst, wie ich es meine. Der König. König Joko. Okay. Zack, wir bleiben auf der Himmelsschuppe. Aber ich glaube, dann können wir auf den Rollikäfer wechseln. Oder? Wartet. Ja. Juhu! Wir kommen zu einem Heldenpunkt. Ah, das ist der mit den Löwen. Der ist ganz cool. Aufgeladen. Mich bringt nichts zum Mist. Fall. Aufgeladen. Macht gibt mir recht. Kalte Kraft. Okay, okay, okay. Haben wir. Wow. Wow, wow, wow. Und einmal da hinein. Boah, hier habt ihr auch einen Beherrschungspunkt. Das sieht... da sind ja welche. Die habe ich ja gar nicht gesehen. Aber wir können die Höhe eigentlich behalten. Warte, oben haben wir noch ein paar Rämchen. Zack. Hallo, Chojas. Ich will nichts von euch. Lasst mich bitte einfach in Ruhe. Natürlich hat mich irgendwas angegriffen. So. Boah, das sieht so toll aus. Allein mit dem Schädel da, mit diesen Säulen. Mega. Einfach mega. Wahnsinn.
Okay, wo geht's weiter? Wir haben auf jeden Fall da hinten eine Sehenswürdigkeit, aber da ist auch Treibsand. Kriegen wir das mit der Himmelsschuppe hin? Ja, das kriegen wir hin. Okay, darüber. Ich sehe Feuerelementare, ich sehe Erdelementare, die leider nicht unsere Begleiter sind, sondern gegnerische. Ich habe eine Sehenswürdigkeit. Ich frage mich, wo die nächsten Herzen sind. Wir haben doch noch nicht alle Herzen fertig. Ein Herz fehlt noch. Hier haben wir wieder Sehenswürdigkeit. Ebenfalls eine Sehenswürdigkeit. Ein Panorämchen. Und kommen wir jetzt nicht Richtung... Ich helfe Flüchtlingen auf ihrer Reise nach Norden, nach Amnum. Aber die letzte Gruppe hat es nicht bis dorthin geschafft. Ja. Ich habe ihre Leichen in den Dünen südlich von hier gefunden. Es sah aus, als wären sie von Verschlingern angefallen worden. Wenn die Verschlinger nicht aufgehalten werden oder... Das ist so cool, guck doch mal. Und die Säulen haben wir ja auch für die Heimstätte bekommen, also die hinteren, diese Torbögen. Löscht die Verschlinger aus. Vernichtet sie alle. Da ist auch noch ein Beherrschungspunkt. Einfach Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Echt genial. So, wir kriegen hier als die ganze Zeit was. Nutzt den Geruch eures Reittiers, um in der Nähe verborgene Gegner zu finden. Aha. Ja, aber ich will ja jetzt aktuell nicht kämpfen. Den habe ich schon, den Heldenpunkt. Ah, guckt mal an. Hier, den habe ich schon. Und dann müssen wir jetzt hier rüber. Okay, dann können wir hier die Abkürzung fliegen. Ich glaube, das war ein Djinn, glaube ich. Bin mir aber nicht ganz sicher. Und das ist auch so cool. Diese Rippen, das ist schon Wahnsinn. Ebenfalls ein Beherrschungspunkt. Den brauche ich aber noch. Okay, da bin ich jetzt mal gespannt, was das für einer ist. Oder ist das der Djinn? Aufgeladen! Kalte Kraft. Macht überflutet. Aufgeladen. Wieso habt ihr die Fuzis gestört? Ohne den Tod war sie mein einziger Frieden. Hat Joko euch geschickt, mich zurückzuholen? Dann beweist, dass ihr der Aufgabe gewachsen seid. Ihr kämpft gut. Es wäre eine Ehre gewesen. Es ist offensichtlich, dass ihr... Hier, Mann, haben wir... Heißt, wir haben alle Beherrschungspunkte, nicht Heldenpunkte. Haben wir dann schon. Und hier haben wir eine Panorami. Einfach Wahnsinn, die Karte. Wie sie gestaltet wurde. Also ich finde es schön. Ich mag sowas. Okay, wir haben eine Sehenswürdigkeit noch. Wir müssten... Ja, wir sind fast fertig. Wir brauchen noch ein Herz, zwei Sehenswürdigkeiten und ein Panorama. Das letzte Panorama haben wir wahrscheinlich jetzt vor uns irgendwo. Ich sehe eine Sehenswürdigkeit da hinten. Zwei Sehenswürdigkeiten. Ah, die haben wir schon. Die andere haben wir auch schon. Hier ist ein Panorämchen. Unser letztes. Hui. Einmal da hoch. Los, los, los. Hui. Und wir haben unser letztes Herz. Okay. Das ist Wahnsinn, oder? Guckt euch das an. Du hast da so eine Steinfestung. Wahnsinn. Mit diesen lila Kristallen. Genial. Okay. Okay. Oh mein Gott. Okay. Oh mein Gott. Das war hart. Das war knapp. So, okay. Wir haben unser Herz. Das ist hier vorne. Was ist mit diesen
Dingern hier. Sind die für das Herz? Irgendwie nicht. Gebrandmarkt-Saat. Guckt mal. Da kommt ja Zeugs raus. Gehört das alles mit zum Herz? Das wäre ja cool. Jetzt haben wir hinter uns noch den Fredo da. Und da haben wir jemanden zum Wiederbeleben. Gehört das alles zum... Ja, wir haben hier die letzte Sehenswürdigkeit. Ich hoffe, wir kommen da rein. Und unser letztes Herzchen, was wir jetzt noch zu machen haben. Okay. Ja, sind wir jetzt mal draufgetreten. Mich bringt nicht zu fallen. Ah, muss ich hier kaputt machen? Ah, jetzt. Okay. Man muss den Stein erst kaputt machen. Und dann kann man den Rest... Boah, hier bringt mich fast um. Mal gucken, ob wir was abgeben dürfen. Nee. Okay, nein. Abgeben dürfen wir nichts, aber wir haben hier noch Saaten. Gebrandmarkten Kristall. Und jetzt dürfen wir den auch kaputt machen. Die Wut ist mein. Beleben wir mal den wieder. Also das Herz ist auch cool. Also ich finde es zumindest cool. Ist mal was anderes als stumpf draufkloppen. So. Wilder magisches... magische Energie. Was war das? Okay. Was war das? Da hinten ist auch so ein Teil. Keine Ahnung, wofür das ist. Nee, ich kann hier immer noch nichts abgeben. Aber hier können wir noch jemanden wiederbeleben. Und hier haben wir gebrandmarkte. Sehr cool. Na komm. Nice. Cool. Super cool. Okay, jetzt ist nur die Frage. Ja, cool. Man muss einfach nur dran. Nice. Ja, cool. Wir haben die Elona Flusslande abgeschlossen. Wir haben einen Weber. Oh, was ist das hier? Das ist cool. Okay. Wir haben doch einiges Cooles bekommen. Wir haben jetzt leider halt vieles, was wir sammeln konnten. Und wir haben sogar zwei Halloween-Beutel hier drinne. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Sehr, sehr, sehr cool. Aber ja, für die heutige Folge würde ich sagen, machen wir auch Schluss. Die ging lang genug. Wir haben Elona Flusslang oder Elon Flusslang, da heißt es genau, nicht Elona, abgeschlossen, eine weitere Karte geschafft. Man kann, wenn man die Herzchen hat, sich Gaben kaufen. Das gucken wir jetzt einmal bei unserer Herzchendame hier unten. Denn die braucht man für Generation 2 Waffen. Die kauft man sich für Karma und kann die Gaben dann... Gabe. Bei irgendjemand kann man die auf jeden Fall kaufen, die Gaben. Ich werde dir die Händler mal einblenden, wenn nicht Videobeschreibung schauen. Da sind die auf jeden Fall drin. So, wir verkaufen mal hier unseren Schrott. Geh und leg dich in den Schatten. Keine Angst, Snowy. Ah, guckt mal. Der kleine Schneeleopard, den man sich retten kann in dem Bitterfrostgrenzlande. Wie cool. Aber ja, okay. Ich würde sagen, wir machen Schluss für heute, zum zweiten Mal schon gesagt. Ich freue mich, dich nächstes Mal wieder willkommen heißen zu dürfen. Wenn es dir Spaß gemacht hat und du es cool fandest, dann gib gerne dem Video einen Daumen nach oben. Schreib gerne einen Kommentar.
Und falls du neu bist, vergiss den Abo-Button nicht und vor allem die Glocke nicht, damit keine neuen Videos mehr zu verpassen sind. Ich habe mich gefreut, wünsche dir allerdings jetzt noch einen wunderschönen Tag und freue mich dann, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dann. Ciao, ciao.